Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum M4A4 Top 10 Video. Diese Top 10 war wirklich hart und ich hätte es nicht gedacht. Ich habe nur ein Viertel der Skins überhaupt gekannt. Den Rest habe ich jetzt gerade neu kennengelernt, als ich diese Top 10 eben erstellt habe. Und es war echt... Ich habe heute von unten nach oben hin gearbeitet. Ich habe mir den 10. Platz rausgeguckt, den 9. und so weiter und so fort. Also nachdem ich den Gesamtüberblick hatte. Aber ich konnte mich oben einfach nicht entscheiden. Die Top 5 waren unmöglich irgendwie. Aber ich habe es jetzt halt irgendwie gebacken bekommen. Macht euch bereit! Auf meinem 10. Platz befindet sich die M4A4 X-Ray. Die fand ich beim Drüberscrollen auf CSGO-Stash gar nicht so nice. Dann habe ich sie aber geöffnet und wie der Name schon sagt, X-Ray, man kann hindurchschauen. Hier hinten die Feder, die Munition, alles. Man kann ja einfach alles sehen in der Waffe. Und das fand ich dann doch ziemlich geil. Sie ist auf ihre eigene Art und Weise ziemlich spektakulär. Wenn auch nur leicht. Aber für den 10. Platz auf jeden Fall passend. Der Preis, und ich erinnere hier auch nochmal, ich sage immer den teuersten Preis in Nicht-Stat-Track. Dieser liegt bei diesem Skin bei 4,99 €. Ja, naja. Auch bei dem 9. Platz liegt die Griffin. Die hat zwar ein bisschen mehr von dem normalen bzw. Default-Standard-Skin. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Griffin doch deutlich edler als die X-Ray. Er hat auch schon einige Federn verloren, weil er halt immer sehr viel jagt, so wie man das eben auch macht mit einer M4A4. Der Skin kostet 4,24 € und den Sticker denkt ihr euch einfach wieder weg an der Stelle. Dankeschön. Meine übliche Abneigung gegenüber der Asimov schlägt sich auch hier nieder. Auf dem 8. Platz befindet sich die M4A4 Asimov und ich finde diesen Asimov-Skin wirklich sehr unhübsch. Gerade auf der M4. Der gefällt er mir auf der Ding sogar noch besser, auf der Pistole, auf der P250. Auf der M4 sagt er mir überhaupt nicht zu. Und mir sagt Asimov an sich schon nicht viel zu, oder nicht sehr oft zu. Aber hier wirklich ganz wenig. Nichtsdestotrotz lässt sich der Skin auf jeden Fall ansehen. Es ist ein schön erarbeitetes Stück Kunst. Für 39,22 € ist es ein recht teures Stück Kunst. Aber wem es quält? Auf dem 7. Platz kommen Wasser- und Blauliebhaber auf jeden Fall voll auf ihre Kosten. Es kommt einem Gemälde schon sehr ähnlich. Und wer eben genau auf sowas abfährt, auch auf diese Mythologie dahinter... Für den ist es natürlich der Skin des Jahrtausends. Der Preis von 154,80 € macht den Skin natürlich nicht weniger hübsch, aber schon, naja, unbezahlbar irgendwie. Nicht unbezahlbar im Sinne von, dass man sich das nicht leisten kann, aber man will es sich nicht leisten. Auf meinem 6. Platz liegt die Bullet Rain. Soll das ein Frosch sein? Ich meine, es hat Zähne. Ist das was Besonderes und ich erkenne es einfach nicht und ihr sagt alle, hey, das ist doch dieses Besondere. Die Bullets, die aus den Wolken geschossen kommen, passen wirklich perfekt in das Gesamtdesign hinein. Mit dieser Waffe kommen eben die Bullets wirklich aus heiterem Himmel. Die 13,83 € lassen den Skin auch schon direkt wieder sehr günstig erscheinen. Ich finde aber gerade dieses Thema, das eben sehr gut zu CSGO passt, mit diesen regnenden Bullets... Macht sie doch recht wertvoll. Auf dem 5. Platz liegt die M4A4 Buzzkill. Einige von euch sind da sicherlich wieder dagegen, denn es hat sich herausgestellt, dass ich einige Leute in der Zuschauerschaft habe, denen Gelb-Schwarz sehr, sehr gut gefällt, beziehungsweise Gelb-Schwarze Skin sehr, sehr gut gefallen. Und dieser Skin fällt auf jeden Fall auch in diesen Bereich hinein. Mir sagt das aber nicht so extrem zu. Man muss aber der Waffe auf jeden Fall zugutekommen lassen, dass sie extrem krass durchdesignt ist. Diese ganzen Einzelheiten, die man hier erkennen kann, sind wirklich der Hammer. Und das macht, finde ich, den Skin aus. Nicht zwingend die Farbgebung. Es könnte genauso gut rot und schwarz sein, zum Beispiel. Und sie würde nach wie vor gut aussehen. Dieses Griffstück und das hier würde ich andersfarbig machen, denn das wertet den Skin irgendwie runter. Dieses Grün, Camo-Grün oder was es eben auch immer ist, fand ich noch nie wirklich edel. Auf Skins, auf im wahren Leben, auf mehr drauf, keine Ahnung. 22,41 € kostet der Skin, da steht MF drauf, Mother LT, Leutnant T und eben Buzzkill. Dass man weiß, was für einen Skin man überhaupt in der Hand hält, wenn man farbenblind ist. Und auf dem 4. Platz sind wir nun angekommen und da hat die harte Struggelei begonnen. Denn... Diese nächsten 4 Skins, die kommen, unter anderem eben auch die Dragon King, das heißt wahrscheinlich Dragon King, sind schwierig zu sortieren gewesen. Ich musste mir die Skins wirklich sehr lange anschauen und überlegen und abwägen, wo ich welchen Skin hinschiebe, damit es eine ordentliche Sache gibt. Und nun ja, zur Erklärung dieses Skins, ich finde, er erinnert ein bisschen, oder zumindest erinnert mich dieser Skin immer so ein bisschen an die Hyper Beast von weiter weg, wenn man nicht genau hinguckt, einfach durch seine bunte Art. Aber natürlich ist er noch lange nicht so edel wie die Hyper Beast. Deswegen auch Platz 4 und für 8,32 € auch ein sehr günstiger Platz 4. Bis jetzt der günstigste, nee, die Griffin war mit 4,24 € günstiger, aber das Teil ist hier mit 8,32 € doch schon eher im günstigeren Segment anzusiedeln. Wobei man hier nach wie vor bedenken muss, dass wir hier über Pixel auf Pixel sprechen und in dem Fall maximal geschenkt günstig ist. Nun folgen wieder die Top 3 und hier würde mich wirklich interessieren, was ihr glaubt, was bei mir Platz 3, Platz 2 und Platz 1 ist. Gerade weil es wirklich sackschwer war und ich hätte es nicht gedacht. Meinen ersten Platz hätte ich gar nicht erwartet. Ich habe diesen Skin noch nie gesehen. Erst heute. Ich habe schon oft von ihm gehört, aber ihn nie gesehen. So als kleinen Tipp. Ja, ratet und lasst euch danach überraschen. Nun kommen wir zur Top 3. Da haben wir auf dem 3. Platz die M4A4 Hellfire. Die ist wirklich sehr schön gestaltet. Die Totenköpfe gefallen mir natürlich sehr gut. Hallo, Killer 13, Totenköpfe. Warum kommt da so ein komisches Rad? Zum Umstellen wahrscheinlich. Kompliziert heutzutage, weil ich alter Mann, komme mit sowas überhaupt nicht mehr klar. Was steht hier drauf?
Sodomie ist gut oder sowas. Kann ich jetzt nicht zwingend bestätigen. Aber naja, die Waffe will halt auch was ausdrücken. Da kann man, das soll sie halt machen. Dieses kleine Teufelchen mit seinem Schwänzchen, das nach da vorne geht, das geht praktisch in Schussrichtung. Man weiß also, wenn man diesen Skin in der Hand hält, in welche Richtung die Kugeln fliegen. Eigenbeschuss ist dadurch stark minimiert. Auch diese Kette hier unten drumherum macht das Ganze ein bisschen schicker und die Flammen tragen auch ihren Teil dazu bei, zu der Epicness des Skins. Der Skin kostet 21,75 €, nennt sich wie gesagt Hellfire. Hier steht Hellfine, aber es heißt Hellfire, weil, na, könnte auch Hellfire sein. Ich habe wirklich eine grauselige Handschrift. Was soll ich noch dazu sagen? Kommen wir nun zu Platz 2. Da haben wir die Desolate Space. Der Sticker gehört nicht dazu. Der Skin ist cool. Der Astronaut, tot, Schädel im Helm, Laserstrahlen oder was weiß ich, irgendwelche kosmische Strahlung. Hier ist irgendein Viech, irgendwelche Schlingen, die hier nach einer Rakete greifen. Die sind hier überall, also die Schlingen greifen komplett nach diesem Mann auch. Für 19,94 € ist ja auch, es geht. Sehr viele Leute mögen diesen Skin. Und ich denke, bei Angebot und Nachfrage kann man wahrscheinlich schon so ermitteln, dass hier 19,94 € gar nicht mal so extrem schlecht sind. Also preis-leistungstechnisch. Wobei ein Skin nicht wirklich Leistung zeigen kann, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr kennt euch aus. In der Welt. Wir kommen nun zum ersten Platz. Wie gesagt, ich hätte nie im Leben gedacht, dass das mein erster Platz sein wird. Ich habe sie nie gesehen, immer nur davon gehört. Machen wir es kurz und schmerzlos. Da haben wir die M4A4 Howl. Ich habe ständig davon gehört. Oh, die Howl. Die gibt es wohl auch als AWP oder so, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe immer davon gehört, die Howl, war so toll. Selten, schweineteuer. Sie kostet auch 1.409 €. Aber ich muss echt sagen, dass dieser Skin richtig sick ist. Wenn man jetzt das hier in der Mitte weglässt, ich heb meine Hand davor, für euch ist ja keine Hand davor, ich weiß. Schenkt euch das Stück hier weg. Das hier außen, das ist wirklich nicht sehr besonders. Wenn das hier einfach durchgeführt wäre, diese roten Flammen, könnte es ja auch auf Platz 10 sein. Aber dieser extrem krass ausgearbeitete Flammen-Hunde-Haul-Kopf, der ist so richtig geil. Und hier passt auch Rot, Schwarz und Gelb extrem gut rein in diesen Skin. Ich hätte mir es nie träumen lassen. Gerade weil ich auch an sich rote Skins nicht mag. Ihr habt schon so oft bei den anderen Top-10-Listen gefragt, wo ist der Skin? Und das waren meistens ganz rote Skins. Und da habe ich jedes Mal gesagt, rot gefällt mir nicht so. Das hier außen könnte wirklich noch deutlich schicker sein. Das sieht fast so aus wie Camo, Rot, Schwarz. Bescheuert. Aber der Kopf hier drin ist wirklich krass. Richtig biestig. Richtig hyperbiestig eigentlich. Das Hyperbeast-Viech reißt doch auch das Maul so auf. Also ähnlich wie hier. Geil. Das war meine Top 10 bei den M4A4s. Ihr könnt gerne sagen, ob euch die Top 10 so gefallen hat oder ob ihr komplett anderer Meinung seid und mir eure eigene Top 10, Top 5, Top 3 oder euren Lieblingsskin hier bei den M4A4s präsentieren. Vor allem bin ich hier wirklich gespannt, was ihr zu den Top 3 sagt. Weil es eigentlich so gar nicht meinem eigentlichen Bild von Schönheit entspricht. Ja, da sind gar keine nackten Frauen drauf. 1.409 €. Leck mich am Ärmel. Stell dir vor, du ziehst das Teil. Alter Verwalter. Verkaufst und holt ein schönes Auto. So ein Gebrauchter, ne? So ein Corsa. Ja, soweit, so gut. Ich bedanke mich jetzt schon mal hier fürs Zusehen. Viele haben in letzter Zeit gefragt, wann die Livestreams sind. Also es kommen scheinbar einige neue dazu. Die Livestreams sind immer jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Dienstags gibt es zu 100% immer Fewer Games. Donnerstags nicht immer. Donnerstags gibt es auch nicht immer CSGO. Es war zwar die letzten 3 Wochen, glaube ich, so, dass auch donnerstags durchgehend CSGO kam. Manchmal spiele ich aber auch andere Spiele, weil der Donnerstag eben genau dafür vorgesehen ist oder war, um auch mal was anderes zu zeigen. Ja, soweit so gut. Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, ciao, ciao. Ich mach bald Video von der Maus, euch. Right?